Auf dem Stuttgarter Killesberg hat heute die Fachmesse Konstruktion und Design begonnen. Die größte europäische Messe dieser Art ist bis zum Freitag geöffnet. Die Fachmesse Konstruktion und Design zeigt Baugruppen, Bauelemente und neue Arbeitsmittel für den Konstrukteur. Der Computer übernimmt auf diesem Gebiet wichtige Funktionen. Er ermöglicht rasch Varianten und er gibt an, was technisch möglich und was nicht möglich ist. Computerunterstütztes Konstruieren heißt hier der Fachjargon. Die Hochtechnologie führt nach Ansicht von Fachleuten in der Bundesrepublik noch ein Schattendasein. Der zweite Schwerpunkt, das Industriedesign, ist bisher noch auf keiner Fachmesse in Deutschland so umfangreich, vielfältig und konzentriert präsentiert worden. Das Designcenter Stuttgart hat zusammen mit dem Landesgewerbeamt 30 Gestalterbüros zu einem gemeinsamen Auftritt bewegen können. So ist ein Forum entstanden als Umschlagplatz für Ideen, Informationen und Anwendungen auf dem Gebiet der Formgebung. Dieser Teil der Ausstellung erwartet speziell den Auftraggeber, also den Konstrukteur und den Marketing-Spezialisten. Die Ausstellung soll die Zusammenarbeit zwischen Designern und Unternehmen auf den Weg bringen. Speziell kleinere und mittlere Firmen haben hierzulande noch einen merklichen Nachholbedarf in der Produktgestaltung. Die Veranstalter erwarten einen wichtigen Impuls für den Wirtschaftsraum Baden-Württemberg.